Willkommen zu einer neuen Challenge auf meinem Kanal Ramses der Dicke und wir haben wieder was vorbereitet, denn wir haben letztens ein Video von Kanal Phänomenal geschaut. Da hat er Red Bull mit Milch gemischt und getrunken, hat das Ekel Challenge genannt und hat mich in dem Video erwähnt, hat mich in dem Video herausgefordert. Da kann ich einen kurzen Ausschnitt hier zeigen. Ja, zuletzt hat sich ja Ramses der Dicke hier aufgerufen gefühlt, meine Sixpack-Challenge nachzumachen. Sechs Bier in 6 Minuten. Hat das Ganze auch zweimal gemacht, hat mich auch übelst geschlagen beim zweiten Versuch. Respekt an dieser Stelle, Grüße gehen raus. Und ich würde sagen, hey, ich nominiere dich jetzt einfach mal für das, weil du bist dir ja auch nichts zu schade, falls du das siehst. Ich schreibe dich noch an. Kannst du das gerne nachmachen? Red Bull und mich hier nochmal hier. Wer also mehr von Kanal Phänomenal sehen möchte, geht mal auf den Kanal drauf. Einfach bei YouTube eingeben, Kanal Phänomenal. Ne? Der macht ja auch immer lustige Sachen. Der hat auch einen Zweitkanal mit Videos, mit Filmen, wo er Filmreviews macht, alles. Mache ich ja auch so ähnlich. Nur bei ihm sieht das einfach alles professioneller aus. Der hat ein besseres Setting dazu. Der macht auch Essenstests, Food-Tasty-Sachen. Und der macht auch Challenges und das hat es mir besonders angetan. Habe ja die Windbeutel-Challenge probiert, habe die ein Sixpack in 6-Minuten-Challenge probiert, habe die dann in 4 Minuten geschafft beim zweiten Mal. Ich war so komplett fertig. Und jetzt hat er also Red Bull mit Cola gemischt. Ach, mit Cola. Red Bull mit Milch gemischt und ich habe gesagt, das kann doch nicht so schlimm sein. Das kann doch gar nicht eklig sein. Das schmeckt bestimmt wie Milch mit Honig, einfach Milch mit einem süßlichen Geschmack dazu. Wie es im Endeffekt wirklich ist, werden wir gleich sehen. Aber da ich die Windbeutel-Challenge komplett verkackt habe, möchte ich in dieser triumphieren noch einen draufsetzen. Dazu habe ich mir erstmal hier ein Bierglas geholt. Ganz typisch, wer das kennt aus dem Chill mit Ramses montags Livestreams, daraus trinke ich immer mein Bier. Wer ganz genau reinguckt, wird auch sehen, da ist immer noch, der ganze Rand ist noch süffig. Ich habe das noch nicht ausgespült. Ich habe das am Montag mit Bier getrunken. Jetzt ist überall, hier sind noch Schaumreste da, die fest geworden sind. Riecht auch immer noch komplett herb und bitter nach Bier. Hier wird das Ganze jetzt stattfinden. Wir haben uns, ich bin extra in den Netto gelaufen, habe mir ein Pack Milch geholt und eine Packung Red Bull, also eine Dose. Ich trinke sonst nie Red Bull. Ich hasse Red Bull. Ich trinke lieber Booster, wenn es mal sein muss, aber Red Bull für mich gar nichts. Heißt aber Red Bull mit Milch. Deswegen werden wir Red Bull mit Milch trinken. Auf Ex aus diesem Glas werden das vorher hier abmessen, dass das genau 50-50 aufgeteilt ist. Und ich habe mir gedacht, ich setze noch einen drauf für die zweite Runde. Habe mir dann ein Booster besorgt. Ein Booster Juicy mit Granatapfel Cranberry Taste. Das ist also der Ersatz für das Red Bull. Und der Ersatz für die Milch ist eine Müllermilch mit Schokogeschmack. Und ich hasse Schokomilch. Ich finde es so räudig und so eklig. Aber ich finde diese Kombination aus Schokomilch mit Energy Booster, der auch schon einen süßlichen, fruchtigen Geschmack hat, das ist doch auf jeden Fall nochmal eine Portion schlimmer und vor allem, weil das ist ja erst die zweite Runde. Wir fangen jetzt also an, machen mal das Red Bull auf. Ich hoffe, da fliegt nichts raus. 355 Milliliter. Wir wollen jetzt auf... Wir schütten erstmal hier rein ein bisschen. Wir wollen ja genau die Hälfte haben von 500. Das wären 250. Ich kann hier eh nichts ablesen, wie viel da was ist. 250 müsste ungefähr so sein. Dann kippen wir das mal. Nein, wir kippen erst die Milch rein. Ramses, Ramses. Und es riecht schon wieder so nach Kotze einfach nur. Deswegen hasse ich Red Bull und generell Energy Drinks. Die riechen einfach immer. Riecht ihr das? Riecht wie Kotze. Deswegen, wenn jemand kotzt, der Energy gesoffen hat, das ist das Räudigste, was es gibt. Jetzt also noch die Milch dazu. Bis wir bei 500 Milliliter sind. So, das müsste jetzt passen im Messbecher 500 Milliliter und ich hoffe, das ergibt hier ein schönes Glas. Damit sich das schön vermischt und rumgeschwätzelt wird, füllen wir es natürlich jetzt hier ein.
Toll. Was ist da denn los? Und vor allem diese Brocken, die da rumfliegen. Wir haben jetzt hier eigentlich ein Glas Red Bull mit Milch. Was einfach nur komplett schäumt. Guckt euch das an. Komplett schaumig hier. Wir bereiten so lange schon mal das zweite vor. Das stellen wir hier zur Seite. Wir bereiten jetzt schon mal das zweite Glas vor. Denn das soll dann fix hintereinander weggehen. Wir nehmen also das Booster, kippen das hier rein. Ihr seht, das ist rötlich. Machen jetzt auch wieder 250 ungefähr. Ja, das dürfte so ausreichen. Wie viel ist da eigentlich drin? Auch 330 Milliliter. Okay. Und füllen den Rest auf mit... Wir hätten das erst schütteln müssen, oder? Füllen den Rest auf mit Schokomilch. Da bin ich jetzt gespannt. Wieder bis 500. Das müsste bis 500 sein. Das sieht auch wieder sehr locker flockig aus. Guckt euch das an. Das Red Bull mit Milch. Das Booster mit Schokomilch. Mit Müllermilch, Schoko. Das stellen wir jetzt hier hin. Vor die Milchpackung, sodass ihr das seht. Dass da nichts anderes mit in Berührung kommt. Ich bin mal gespannt. Ein Glas Red Bull mit Milch. Was er getrunken hat. Und dann kippen wir das auch hier rein und werden das auch trinken, direkt nach dem und beides auf Ex. Ich bin gespannt, ob das funktioniert. Darf ich mal einen ganz kleinen Schluck probieren? Also so von dem Schaum zumindest. Junge, was ist das? Ich glaube, das ist das neue Trendgetränk. Das schmeckt auf jeden Fall richtig genial. Die Konsistenz ist vielleicht ein bisschen schlimm, aber das schmeckt einfach wie eine süße Milch, eine richtig klebrige süße Milch, viel besser als Red Bull normal. Wir trinken das jetzt. Ich nehme euch dafür mal in die Hand und guck mal, wie das aussieht, wenn wir das Red Bull Milchglas exen. Ach du Scheiße! Wie sieht das denn aus? Das ist ja lustig. Das ist also der sogenannte Milchbad. Ich muss sagen, das schmeckt richtig gut. Wir werden auch gleich hier diese Schoko-Variante hinterher füllen. Boah, und die Brocken hinterher. Guckt euch das an. Was für ein dreckiger Haushalt einfach nur. Also ich verstehe nicht, wo das eine Ekel-Challenge ist. Das hat so gut geschmeckt. Das schmeckt bestimmt nicht so gut. Ging aber auf jeden Fall auch auf Ex. Ich habe mal zum Vergleich eingeblendet den Kollegen vom Kanal Phänomenal, als er getrunken hat. Jetzt aber Runde 2. Schokomilch, Schokomüllermilch mit Cranberry Booster Exotic. Ist auf jeden Fall auch leer. Hat eigentlich auch richtig vernünftig geschmeckt. Ich verstehe das immer noch nicht. Ich glaube, wir wollen ja nichts verschwenden. Wir packen mal den Rest von dem Red Bull noch in das Glas rein. Wir packen mal den Rest von dem Booster noch in das Glas rein. Wir packen mal den Rest von der Müllermilch Schoko noch in das Glas rein. Es soll ja nichts weggeschmissen werden, es soll ja alles verwendet werden, deswegen alles super. Ich würde das sogar, ich finde, das ist voll die Marktlücke, ich würde das sogar so verkaufen irgendwo an einem Stand, wenn ich jetzt eine Cocktailbar hätte oder irgendwas. Würde ich da immer Milkshakes anbieten. Milkshakes mit Booster, mit Red Bull, mit verschiedenen Geschmäckern. Wir hauen auch noch einen Schluck von der normalen Milch oben drauf, dass das wieder ein bisschen heller wird. So.
Ich finde nämlich, die Schwarze hat viel zu sehr geklumpt. Ach du, jetzt läuft auch noch alles runter. Das sollte aber nicht so sein. Guckt euch das an. Jetzt läuft hier die Suppe runter. Uah, richtige Brühe. Das sieht auf jeden Fall gut aus. Ich denke mal, die Ekel-Challenge an sich haben wir auf jeden Fall bestanden. Haben eine gute Figur gemacht. Haben noch einen neuen Trend gesetzt, ne? Kanal phänomenal, hat uns auf die Idee gebracht. Wir haben das für gut befunden. Probier das auch auf jeden Fall mal. Teste das mal. Jetzt habe ich gerade ein bisschen Sorge um mein T-Shirt, wenn ich jetzt trinke und das läuft alles runter, dass das ganze T-Shirt dreckig wird. Aber egal, kann man ja hoffentlich waschen. Ich wische mir mal den Mund ab, nehme dann das letzte Glas und wir trinken nochmal von dem hier. Ich stelle euch wieder hier ab. Das war die Challenge, die Ekel-Challenge Red Bull mit Milch und Booster mit Müllermilch, Schoko, es tropft halt hier einfach alles voll. Probier das gerne mal zu Hause nach. Ich nominiere den Natururin, den Flatti und den Mannshaulwurf, mal Red Bull mit Milch zu trinken. Probier das wirklich mal, sagt mal eure Meinung. Ihr müsst es nicht übertreiben, ihr müsst nicht 10 Gläser trinken und auch nicht gemischt oder sonst was. Wenn ihr euch was anderes traut oder das zusammenstellen wollt mit euren Lieblingsgeschmäckern, könnt ihr das natürlich auch machen. Wir probieren jetzt noch das. Moment, ich muss es doch anders machen. So, einfach mal die Tatsache ausblenden, dass ich jetzt nackt bin. Wir trinken das jetzt so, wenn jetzt was runtertropft, dann ist es wenigstens nur auf der Haut, dann ist es nicht so schlimm. Ich würde sagen, Prost, den Rest auch noch auf Ex probieren. Dann sind das 3 Gläser, also das dürfte auf jeden Fall reinhauen. Ich merke auch jetzt durch die Müllermilch, wie der Magen schon anfängt zu drücken. Besser auf jeden Fall als die Windbeutel-Challenge. Wie gesagt, ich habe so komplett abgelost. Das hingegen war ein Kinderspiel, sage ich mal. Bitte mehr davon, bitte Ekel-Challenges oder Trink-Challenges. Ansonsten, ich habe auch gesehen, er hat noch ein Kilogramm Nudelauflauf in 5 Minuten gegessen und probiert, aber das ist doch schon wieder ungesund, ne? Ich will nicht sagen, dass das gesund ist, aber trotzdem. Ich glaube, das war's von meiner Seite aus. Mal gucken, was die Toilette heute noch sagt. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.